diesem schönen Wetter in Scharen hierher gekommen sind, aus allen Bundesländern nach Wien, um dieser Regierung zu zeigen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir bleiben so lange, bis ihr geht, bis ihr den Weg frei macht. Bundeskanzler, der ja einer der ersten war, der mit der Spaltung der Bevölkerung begonnen hat, als er schon im März 2020 davon gesprochen hat, dass die Braven, die Guten, die sich zu Hause einsperren, die Lebensretter sind, aber jene, die sich auf die Parkbänke setzen, die sich nicht dran halten, das sind die Lebensgefährder, hat er gesagt. Die Lebensgefährder. Das ist der Herr Nehammer, der damit begonnen hat, schon vor 22 Monaten Menschen in Gut und in Böse einzuteilen. Und dann ist er hergegangen und hat gesagt, und ich und meine Polizisten, wir stehen bereit. Die volle Härte des Gesetzes wird jene treffen, die sich nicht daran halten. Meine Damen und Herren, er hat die Polizei missbraucht für seine Zwecke. Das ist dieser Herr Nehammer, der jetzt Bundeskanzler der Republik werden soll, meine Damen und Herren. Und wenn er euch zurückerinnert im März diesen Jahres, da hat er dann rechtswidrig eine Kundgebung untersagt. Das war auch dieser Herr Nehammer, der Druck ausgeübt hat, dass diese Demonstrationen untersagt werden. Und da hat er aber dann die Antwort bekommen. Und darum dürfen wir hier stehen, das ist unser Verfassungsrecht, ob es dem Herrn Nehammer passt oder nicht. Und all den anderen Figuren, die da noch drinnen sitzen in dieser Bundesregierung. Der Grund, dass er jetzt der Bundeskanzler geworden ist, weil er sich so brav verhalten hat. Da hat dann die ÖVP in St. Pölten beraten und dann sind sie zum Schluss gekommen, unser Karl Nehammer, ein Braver, ein Treuer, der funktioniert auf Knopfdruck, der hüpft auf Knopfdruck, der wählt die Menschen draußen, der sagt sie ihnen schon ordentlich rein. Das ist der Grund, warum gerade er jetzt der Bundeskanzler geworden ist und nicht ein anderer. Denn in Wahrheit, meine Damen und Herren, das Zerbröseln dieser Regierung, und es ist heute schon gesagt worden, dieses Zerbröseln, das kommt, weil wir stark sind und weil wir laut sind und weil wir friedlich sind. Das ist genau das, was sie nicht brauchen. Weil der Sturm aufs Parlament und der Sturm aufs Versicherungsgebäude und ich weiß nicht, wo es noch überall gestürmt hat beim Herrn Nehammer, das hätte er sich gewünscht. Alles hat sich in Luft aufgelöst. Nichts ist von seinen haltlosen Vorwürfen geblieben. Aber das tut ihm weh. Friedliche Tausende und Abertausende Bürger, die nicht nur einmal in der Woche, die oft mehrmals in der Woche auf die Straße gehen, hier in Wien und in ihren Heimatortschaften, in ihren Heimatstädten, Heimatgemeinden. In ganz Österreich finden diese Kundgebungen statt. Und es werden immer mehr Bürger, die aufwachen. Es sind auch immer mehr Bürger, die auf die Straße gehen. Und das ist gut so, denn sie kämpfen um ihre Freiheit, um ihre Grundrechte. Diese in allerhöchster Gefahr sind, meine Damen und Herren. Das haben wir dieser Bundesregierung zu verdanken und ihrer Politik. Jetzt sollen wir alle zwangsgeimpft werden. Zwangsgeimpft, was soll denn das heißen? Mit einer Impfung, die nicht wirkt. Mit einer Impfung, die keine sterile Immunität bringt. Mit einer Impfung, wo wir keine Herdenimmunität bekommen werden und daher auch die Pandemie nicht beenden können. In Israel denkt man über den vierten Stich nach. Da wird demnächst begonnen, wieder zu impfen. Ja, was soll denn so eine Impfpflicht sein? Ist das dann das Dauer-Abonnement? Wie lange soll denn das laufen auf den St. Nimmerleinstag hinaus, meine Damen und Herren? Oh nein, da machen wir sicher nicht mit. Das ist unser Körper. Das ist unsere körperliche Unversehrtheit. Und für die stehen wir alle. Und jetzt schauen wir uns doch auch mal an, was dann passiert, wenn Krankenpfleger demonstrieren, wenn sie erzählen, wie es denn tatsächlich in ihren Stationen ist. Kündigung bekommen sie, fristlose Kündigung. Pflegepersonal wird auf die Straße gesetzt in Zeiten einer Pandemie. Angeblich, weil sie irgendwelche Lügen erzählen. Meine Damen und Herren, das ist auch spannend.
alle Kläger, die etwas anderes sagen, als diese Regierung verordnet, alle werden zwangsgekündigt, werden auf die Straße gesetzt. Das ist doch nicht Demokratie, meine Damen und Herren, wenn man nicht mehr sagen kann, was man denkt und was man sieht und wenn man nicht erzählen darf von seinem Arbeitsplatz. Ja, und den Vogel abgeschossen, den hat überhaupt der Ärztekammerpräsident. Der geht her und schickt dann an alle Ärzte aus. Na, Sie mögen sich schon sehr gut überlegen, ob Sie Ihren Patienten abraten zur Impfung. Weil dann wird die Disziplinarkonferenz das ganz genau prüfen. Ja, meine Damen und Herren, das ist denn das anderes als ein Maulkorb und Daumenschrauben für die Ärzteschaft, die ja selbst in einem Korsett steckt, die ganz genau weiß, was in den Spitälern los ist, die ganz genau weiß, welche Patienten es sind, die unsere Krankenhäuser zuhauf füllen. Das sind nämlich nicht die bösen Ungeimpften. Oh nein, das sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Davon hört und sieht man in den Medien überhaupt gar nichts. Aber auch diese Seite der Impfung muss man endlich beleuchten, meine Damen und Herren. Es kann doch nicht sein, dass wir Zwangsimpfungen verordnen, wo wir wissen, dass sie kaum eine Wirkung zeigen. Das haben ja sogar Institute wie das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland schon zugeben müssen, dass diese Wirkung der Impfung praktisch ganz, ganz mäßig ist und möglicherweise noch vor schweren Verläufen schützt. Sie schützt schon nicht mehr den zweiten und den dritten. Also kann es keine Herdenimmunität geben und daher darf es keine Impfpflicht geben. Mit einer Impfung für eine Erkrankung mit einer Letalität von weit unter 1. Und wenn dann immer der Vergleich kommt zu der Bockenimpfung, na, da muss man aber dann schon einmal fragen, ja, wissen Sie eigentlich, wie hoch die Letalität der Bockenimpfung war? An der sind zwischen 15% und 30% verstorben, die sie bekommen haben. Das war eine hochletale Erkrankung, meine Damen und Herren. Da steht ja eine ganz andere Relation dahinter. Was ist denn bei Corona? Da gibt es definierte Risikogruppen, meine Damen und Herren. Das wissen wir, für die kann das auch ganz gefährlich werden. Vor allem für unsere älteren Mitbürger, vor allem Personen mit schwerer Vorerkrankung. Ja, für die wird das gefährlich. Die muss man aber auch schützen. Aber nicht zwangsverpflichten, die gesamte Bevölkerung, angefangen vom 5-Jährigen bis hinauf zum pflegebedürftigen Kreis, der ohnehin keine sozialen Kontakte mehr hat. Das ist die Einzelentscheidung jedes Einzelnen. Und das ist die Verantwortung der Eltern, für ihre Kinder zu sorgen und zu überlegen, was sie mit ihren Kindern machen. Und ich habe noch nie in dieser gesamten Pandemie irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt irgendjemand von der Impfung abgeraten. Das stünde mir auch gar nicht zu. Das ist unsere individuelle Entscheidung. Aber ich sage hier von dieser Stelle, Impfpflicht hin oder her, ich lasse mich nicht impfen mit dieser Impfung und ich lasse meine Kinder nicht impfen mit dieser Impfung. Zurückgetreten sind und endlich den Weg frei machen für eine neue demokratische Entscheidung. Denn Österreich ist eine Demokratie und Österreich